So wie wir es bei der Tagesordnung festgelegt haben, würden wir jetzt den Tagesordnungspunkt 14 aufrufen, auch das noch vor der Pause, weil, wie gesagt, die Gebärdendolmetscher bis zur Pause mal da sind, sodass wir uns um das Thema Fortschreibungskonzept zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für die Jahre 21 bis 27 hier noch im Rat beschäftigen können. Auch hier gibt es ein einstimmiges Ausschussvotum. Dennoch ist der Wunsch für eine Debatte da. Es wird beginnen die Fraktionsrunde mit der AfD-Fraktion. Deswegen darf ich Sie einfach bitten, zu starten und dann, wie gesagt, hintendran die weiteren Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Diskussion im Vorfeld der heutigen Stadtratssitzung und in den einzelnen Ausschüssen haben gezeigt, dass das bürgerliche Engagement, also die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Dresdnerinnen und Dresdner, für die Stadtgesellschaft von immenser Bedeutung sind und somit auch nicht hoch genug gewürdigt und anerkannt werden sollten. Das ist insofern verwunderlich, da Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, es doch waren, die unseren letztjährigen Antrag zur Würdigung und Ehrung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern durch die Stadt Dresden doch komplett abgelehnt haben. Einzelne Stadträte waren sogar der Meinung, dass es ausreichend ist, dass vor allem langjährig ehrenamtlich tätige Personen ja mit Ehrennadeln ihrer jeweiligen Verbände geehrt werden und somit keiner weiteren Aktivitäten durch die Stadt Dresden bedürfe. Umso mehr freuen wir uns, dass nun auch die anderen Fraktionen hier im Dresdner Stadtrat mit der Fortschreibung des Konzepts zur Förderung des bürgerlichen Engagements in der Landeshauptstadt Dresden für die Jahre 21 bis 27 sich zum Ehrenamt bekennen. Zeigt es doch, dass die entsprechenden Initiativen der AfD-Fraktion doch Wirkung zeigen und sie diese nicht ignorieren können. Ich darf hier nochmals und ganz deutlich gegenüber den Dresdnerinnen und Dresdnern für meine Fraktion erklären, dass wir vollste Hochachtung vor allen Bürgerinnen und Bürgern haben, die sich für die Gesellschaft engagieren, dieses Engagement voll und ganz unterstützen und uns auch weiterhin dafür einsetzen werden, dass dieses Wirken durch die Stadt anerkannt und gewürdigt wird. Somit werden wir der Fortschreibung des Konzeptes natürlich zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes in der Fraktionsreihenfolge Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Livestream, liebe Menschen, die sich so zahlreich in unserer Stadt ehrenamtlich engagieren. Gleich im Vorab, die Fraktion Die Linke wird dieser Vorlage zustimmen. Wenngleich wir einige Unzulänglichkeiten im System, im Gesamtsystem der ehrenamtlichen Tätigkeit sehen. Warum das so ist, möchte ich Ihnen in wenigen Worten darlegen. Schon seit vielen Jahren ist in Dresden die Bürgerstiftung im Bereich der Ehrenamtsförderung aktiv. Dabei geht es um das Ausreichen von Ehrenamtsentschädigungen, die Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Mit der Beibehaltung der ursprünglichen Ansätze des Konzepts, so Zitat aus der Begründung der Vorlage, bleibt das vorliegende Konzept bei der ursprünglichen Einordnung des Ehrenamtes. Es geht ausschließlich darum, die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement bei den Dresdnerinnen zu stärken, deren Qualifikationsmöglichkeiten zu erweitern, die Anerkennungs- und Würdigungsformen für Engagierte auszubauen. Ist ja eigentlich ganz gut, aber
die soziale und wirtschaftliche Situation der Engagierten oder die Prüfung, ihre ehrenamtliche Tätigkeit zugunsten versicherungspflichtlicher Arbeit zu ersetzen, steht dabei überhaupt nicht zur Diskussion. Dabei haben 16 Millionen Menschen sich im letzten Jahr in Deutschland ehrenamtlich engagiert. Davon sind wiederum in Anführungsstrichen nur 27% berufstätig. Ja, warum ist das so? Eine schwierig zu beantwortende Frage, aber eins mal zum Ansatz. Zu den besonders anerkannten ehrenamtlich Tätigen gehört das Engagement beim Katastrophenschutz, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz, der Einsatz als Laienrichter oder Schöffe, das Engagement in der Jugendhilfe oder der Einsatz im Betriebsrat. Sehr viele Ehrenämter werden dabei überhaupt nicht erwähnt, sind aber nicht weniger wichtig für die Gesellschaft und den sozialen Zusammenhalt, wie zum Beispiel der Tierschutz, die Obdachlosenhilfe oder auch das Engagement in Freizeit- und Sportvereinen. Ehrenamt ist, so wie es sich derzeit darstellt, auch eine Quelle für Überforderungen für Burnout. Eine Studie zeigt, dass zumindest im Westen Deutschlands die vollzeitbeschäftigten Frauen unterdurchschnittlich ehrenamtlich aktiv sind. Die typische weibliche Ehrenamtliche ist teilzeitbeschäftigt, lebt in Partnerschaft oder Familie, für die ihr Partner den größten Teil des Unterhaltes verdient. In Ostdeutschland ist das anders. Hier wird das ehrenamtliche Engagement eher mit Vollzeitbeschäftigung kombiniert. Die westdeutschen Frauen nutzen nach wie vor die größeren Spielräume von Teilzeitarbeit, die sie aus familiären Gründen bevorzugen für das Ehrenamt. Sie nehmen dabei in Kauf, von ihrem Partner finanziell zumindest teilweise abhängig zu sein. Bleibt die zusätzliche Belastung am Nachmittag, am Abend, am Wochenende. Das heißt doch insbesondere, dass Menschen, die im Schichtdienst arbeiten oder regelmäßig am Wochenende Erwerbsarbeit nachgehen, Ehrenamtstätigkeit kaum regelmäßig nachkommen können. Ich komme nochmal zum Thema Sport. Imposant in Sachsen sind 90.000 Menschen in 15 Millionen Arbeitsstunden im Sportverein als ÜbungsleiterInnen tätig und sichern damit das aktive Sporttreiben von ca. 675.000 Menschen. Bricht man das runter auf Dresden mit ungefähr 110.000 Mitgliedern aktuell, sind das ca. 15.000 freiwillig im Sport Engagierte. Und das nach der Arbeit am Wochenende zusätzlich zur Erwerbsarbeit. Ich meine deshalb, das prinzipielle Nachdenken über die Arbeit im Ehrenamt ist im Interesse der Menschen, die sich engagieren und der Arbeit, die sie leisten, dringend angeraten. Eine Verbesserung der sozialen Absicherung ist dringend geboten. Das könnte Möglichkeiten für die Anerkennung und Umstrukturierung im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit sein, Teilzeitjobs oder Vollzeitanstellung im Verein oder Sammlung von Rentenpunkten für die ehrenamtliche Tätigkeit. Wir werden der Vorlage, wie ich am Anfang sagte, natürlich zustimmen als Die Linke, möchten aber gerne die Diskussion über die Umstrukturierung in diesem Bereich gern mit anschieben. Dankeschön. Wird SPD das Wort gewünscht? Sehe ich nicht. Dann FDP das Wort gewünscht? Sehe ich auch nicht. Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler? Auch nein. Dann kommen wir zur CDU, Frau Nikolov. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich möchte es ganz kurz machen. Wir werden auf alle Fälle dieser Vorlage zustimmen, weil das bürgerliche Engagement absolut wichtig ist und deswegen ist es richtig, dass es diese Vorlage gibt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei den zahlreichen Ehrenamttätigen in unserer Stadt bedanken,
die, wie zum Beispiel das Brückenteam, eine Brücke schlagen zwischen Krankenhäusern und Familien, die zu Hause die Familien betreuen, begleiten oder auch in Altersheimen unterwegs sind, um dort, wenn einfach die Zeit für andere Dinge gebraucht wird, Alleingebliebenen zur Seite stehen und sie betreuen. Ich denke aber auch an die zahlreichen Lesepaten, die wir an den Schulen haben. Und natürlich absolut nicht zu vergessen, es ist bereits schon gesagt worden, die zahlreichen Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die in der Woche nach der Arbeit oder einfach in ihrer Freizeit auf dem Sportplatz, in den Schwimmhallen stehen, Kinder betreuen, damit einfach unsere Eltern oder die Eltern der Kinder anderen Tätigkeiten nachgehen können. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, am Wochenende könnte man natürlich auch gemütlich am Frühstückstisch sitzen. Nein, dann fahren genau diese Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu Wettkämpfen und betreuen dort die Kinder. Deshalb ist es uns auch wichtig, dass zum Beispiel die Gala des Dresdner Sports fortgeführt wird, weil das zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, wo unsere Ehrenamttätigen gewürdigt werden. Wir stimmen deshalb zu. Und nochmals vielen, vielen Dank allen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlerinnen unserer Stadt Dresden. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Frau Bischofberger. Zuerst ganz kurz, Herr Vetterlein, das ehrenamtliche Engagement wird in Dresden seit, Entschuldigung, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Engagierte in dieser Stadt. Ich war so mit der Ansage von Herrn Vetterlein beschäftigt, also das Ehrenamt wird seit Jahren in dieser Stadt gefördert und geehrt und es bedurfte dazu nicht Ihres Antrages. Und das ist jetzt nur eine Weiterleitung der Arbeit, die schon lange begonnen wurde. Das Ehrenamt ist der Stadt Dresden wichtig und es soll weiter gefördert werden. Ich zitiere: Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Solidarität, Subsidiarität, Teilhabe und Selbstorganisation sind wichtige Prinzipien der freiwillig engagierten Stadtgesellschaft. Das gilt im ureigenen Interesse genauso wie vor dem Hintergrund eines geeinten Europas und den Herausforderungen einer globalisierten Welt. Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement wirken in hohem Maß zugehörigkeitsstiftend, integrativ und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des sozialen Friedens und zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. So startet die Vorlage zur Fortschreibung des Konzepts zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Ich zitiere weiter: Bürgerengagement ist nicht gewinnorientiert, es ist kooperativ und gemeinschaftlich, es ist gemeinwohlorientiert, es ist freiwillig und es sollte für alle sichtbar sein. Der Geist, der durch dieses Papier weht, ist gemeinwohlorientiert, verbindend, wertschätzend. Genannte Ziele und Rahmenbedingungen in dieser Vorlage unterstützen wir Grüne sehr gern. Denn für uns sind die beschriebenen Merkmale die Grundlage für eine zukunftsfähige Zivilgesellschaft. Schon deswegen begrüßen wir dieses Konzept und bedanken uns ausdrücklich dafür. Wir Grüne sind der Meinung, dass die Stadt Dresden mit diesem Konzept ihren guten Weg zur Förderung des Bürgerengagements fortsetzt und mit der Bürgerstiftung eine starke und kompetente Partnerin an ihrer Seite hat. Vielen Dank an die Bürgerstiftung für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle natürlich allen ehrenamtlichen, engagierten Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Ihr Tun bereichert das gemeinschaftliche Leben. Haben Sie vielen Dank dafür.
Wir freuen uns auf ein gelingendes Ehrenamt in den nächsten Jahren. Zum Schluss möchte ich auf ein Detail der Vorlage hinweisen, welches mir neben den vielen tollen, innovativen Ideen auch aufgefallen ist. Eine weitere entscheidende Komponente für gelingendes Bürgerengagement heißt Räume, Räume, Räume. Bürgerengagement benötigt Räumlichkeiten. Im Rückblick auf die in meinen Augen fatale Entscheidung des Stadtrates, eine städtische Immobilie mit 5000 Quadratmeter Nutzfläche ohne Not zu verkaufen, in Klammern Sachsenbad, hoffe ich, dass der Stadtrat in seinen nächsten Entscheidungen zum Verkauf von kommunalen Immobilien auch die Bedarfe des Ehrenamtes berücksichtigt. Wir brauchen eine grundlegende Wende in der kommunalen Grundstücks- und Bodenpolitik, wie auch die Vorlage zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zeigt. Der Verkauf von kommunalen Grundstücken ist keine Option. So, damit haben wir erstmal die Fraktionsrunde bewältigt. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden einstimmigen Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. Mit einem einstimmigen Votum von 60 Ja-Stimmen haben wir den Punkt 14 geschafft.